Kratzen im Hals, Kratzen im Hals, sie gaben Kratzen im Hals. Kratzen im Hals, Kratzen im Hals, ja so ein Kratzen im Hals. Hey, Freunde, Kratzen im Hals mit Lalilu in Quarantäne, der Videopodcast, ja, täglich bei euch. Wir sind gechillt. Ja, ja. Tiefenentspannt. Ja. Was kann man über Corona eigentlich noch sagen? Es ist ja weltweit einfach, ne? Ja, aber es ist letztendlich nur eine billige Kopie. Es ist eigentlich nur ein Plagiat. Eigentlich schon, ja. Ich meine, es ist so eine Neuauflage von so einem Virus, der seit langem rumgeistert. Ja, was auch viel Verwirrung schafft. Genau. Ja. So, Plagiat. Viele Leute, Plagiatsvorwurf müsste man mal an Corona stellen. Genau, dann wird das aberkannt. Der Virus so wird aberkannt. Sag mal, ist das denn vor Jahren schon irgendwo in irgendwelchen Bedienungsanleitungen für Hundeimpfungen? Ja. Nee, es gibt ganz viele Corona-Viren. Aber eben noch den, nicht noch den Impfstoff, den wir jetzt brauchen. Ja, genau. Aber das gibt es ja auch in der Musik. Allerdings, ja. Plagiate sind da an der Tagesordnung, möchte ich sagen. Wo denn? Und wir machen mal einen. Wir haben einen super Plagiat, unser Lieblingsplagiat, denn man muss wissen, Goodbye Johnny und die DDR-Nationalhymne, das ist dieselbe Melodie. Hört euch das mal an, es ist großartig. Goodbye Schleswig, goodbye Holstein, schön war's im Ferienhaus. Aber leider, schmeißt der Landrat mich raus. Eingesperrt wegen der Viren, das ist fast wie DDR. Lange Schlangen vor den Märkten, ach, wie ist das lange her. Wir dürfen nicht aus Hamburg raus. Selbst aus MacPom, Johnny, weisen sie Hamburger aus. Hinaus, hinaus, hinaus. Nein, es muss uns schnell gelingen, dass ein Impfstoff irgendwie auf der Bildfläche erscheint. Eines Tages, mag's mit Abstand sein, mag's mit Maske sein, sind wir wieder vereint. Die Weisheit des Tages. Wann? Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Im Emsland sagt man, de kackerster Kulta. Das heißt so viel wie Sub die Dun und Freddy Dick und hol dat Muhl von Politik. Das war wunderschön, mal in deinem Kreis zu stehen. Ja. Danke, dass ich das mal durfte. Was war das gerade? Sauf dich breit und fress dich dick und sprech lieber nicht über Politik. Oh, das war die Übersetzung für alle, die ganz anders können. Ja, wollte sagen, ein Gruß nach Bayern. Ja. Ja. Und bei der Gelegenheit auch schöne Grüße an meine Verwandten in der ehemaligen DDR. Hallo. Meine auch. Meine auch. Bis morgen. Kratzen im Hals, ja, mein krasses Halt. Gesundheit. Wie konnte das passieren, diese Viren, ich muss viel, aber alles hier ein Kabel, ich zum Inhalieren.